Fassungslosigkeit und Wut am Wochenende bei Hausbesitzern und Anwohnern in Straßburg-Uckermark. Bei einer Nacht- und Nebelaktion besprühten bislang unbekannte Täter Hauswände und Straßenschilder mit rechten Parolen. Die szenetypischen Symbole und Propagandasprüche tauchten im gesamten Ortsgebiet auf. Auch vor Einkaufsmärkte machten die Sprayer nicht Halt. Seitens der Polizei wurden bisher 24 Sachbeschädigungen festgestellt. Kriminalbeamte haben noch am Sonnabend mit den Ermittlungsarbeiten in Straßburg begonnen. Eine heiße Spur haben die Polizisten allerdings noch nicht. Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Ein ortsansässiger Malerbetrieb wurde nach den polizeilichen Feststellungsmaßnahmen informiert, um die Schandflecke an Straßburgs Hauswänden zu beseitigen.